ist das nicht mega lecker? Das habe ich gerade selbst gemacht und geht super schnell. Hallöchen, ich bin Anita Beidinger. Hallo, immer dienstags bei Krone Hit Trout Tuesday. Und diese super leckere Einhorn-Regenbogen-Pastell, super süß, mega Kalorienbomben-Schokolade. Wie du das selber machen kannst, das zeige ich dir jetzt. Los geht's! Gut, und dafür schmelzen wir jetzt einfach hier mal weiße Schokolade. Also wenn das nicht Foodporn ist, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, wie lecker ist das? Wenn es jetzt auch so nach Vanillepudding schmecken würde, wäre das halt ein Traum. Ich fülle das hier jetzt, ganz vorsichtig, in meine zwei vorbereiteten Schüsseln, weil ich zwei verschiedene Farben machen möchte bei meiner Einhorn-Schokolade. Das kommt noch in diese Schüssel rein. Damit wir das hier noch einfärben. Mit Lebensmittelfarbe. Um jetzt die Schokolade einzufärben, nehme ich jetzt mal ganz wenig von der Lebensmittelfarbe und verrühre das. Mein Wunsch wäre rosa und ganz wenig von dem Blau, damit wir so ein pastelliges Blau bekommen. So ergiebig die Farbe. So. Das ist für mich eher grün, aber egal. Und ich habe hier noch so eine Schokoladensilikonform, brauchst du aber nicht unbedingt. Du kannst es auch ganz normal auf ein Backblech geben, auf ein Backpapier. Und jetzt steht deiner Kreativität nichts im Wege. Jetzt vermischst du einfach hier die zwei Farben. Und dann kommt ja nachher dann der beste Part, wo wir das dann alles noch richtig cool verzieren. Jetzt sind wir noch ein bisschen auf seriös und nachher können wir uns dann eh auslassen. So, jetzt marmorieren wir das jetzt noch so ein bisschen. Also wenn wir dann nachher dann eh nicht mehr sehen, weil jetzt kommt gleich der coolste Part. Wie cool sind einfach diese Glitzerteile. Ich hau das hier mal rauf und schauen wir mal. Also eigentlich muss man diese Teile ja mittlerweile ja so über dieses Handgelenk hier so runterfallen lassen. Das ist ja jetzt so 2017 so. Aber schaut das komisch aus? Ja, oder? Also hier haben wir ganz viele Glitzerpunkte. Okay, nicht ganz so viele. Dann hier rosa Glitzer. Und ich finde es auch ein total nettes Geschenk, weil ich meine, das geht super einfach. Du kaufst dir einfach eine weiße Schokolade und verzierst das hier noch mit irgendwelchen Glitzersachen. Glitzer, das man übrigens immer gebrauchen kann. Ein bisschen Frühling auf die Schokolade. Dafür braucht man wirklich kein Talent, weil man muss es einfach irgendwie da draufhauen und es schaut irgendwie nach Kunst aus. Es ist ein Unikat, das ist einfach die beste Ausrede dafür, wenn es nicht ganz so cool geworden ist. So, da noch ein bisschen Glitzer, was haben wir hier noch drin in der coolen Verpackung? So, noch ein bisschen was von dem Besten, und zwar von diesem Silberglitzer und dann, upsie, Betonung auf ein bisschen. Eis auch machen, bevor die Schokolade dann hart wird. Das sieht super nett aus und das stellen wir jetzt noch kurz in den Kühlschrank oder wenn es richtig schnell gehen soll, ins Tiefkühlfach. Bis es hart ist und dann kann man es eigentlich schon auspacken, essen oder verschenken. Falls du keine Schokoladensilikonform zu Hause hast, dann kannst du dich einfach hier am Backpapier, am Backblech auslassen und die Farben und die Schokolade hier drauf tun, so wie es dir gefällt. Dann einfach so ein bisschen noch vermischen danach. Achte nur nicht zu dünn, sonst bricht das Ganze echt auseinander. Also wir bräuchten schon so eine leichte Schokoladendicke. Und die sieht dann, weil das halt einfach so ein Durcheinander ist, dann wirklich richtig handmade aus. Also wenn du die dann schön einpackst, vielleicht in so einem durchsichtigen Geschenkspapier, einer hübschen Masche oder sowas, dann sieht jeder, okay, das hat man echt definitiv nicht gekauft. Und jetzt kommt wieder der spaßige Part. Und zwar hier alles mal dekorieren. Wir beginnen mal harmlos. Es wird jetzt eh gleich wieder eskalieren. Das Schönste ist natürlich dieser Silberglitzer, der jetzt hier gleich voll bombastisch rauskommen wird. Ah, doch nicht. Flächendeckend hier mal. Marshmallows. So, da. Jetzt ist wirklich keine einzige Stelle mehr frei. Jetzt muss ich aufhören. Tada! Und da stellen wir jetzt kurz kühl. Schauen, dass es dann ganz kurz hart wird. Und dann geht's an die Verkostung. So schaut das ganze Teil dann aus, wenn du es dann einfach dann aus dem Backpapier rausnimmst, dann einfach brichst und hier auf einen Teller so schön drapierst, das schaut super lecker aus. Oder die professionelle Version mit diesem Silikon, dieser Schokoladenform. Und da,
dieser Schokolade. Das hat mich super lecker aus. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich da zuerst reinbeißen soll. Aber ich glaube, ich werde das mit den Marshmallows nehmen und mal testen, wie das so schmeckt. Mmh. Und ich spüre schon, wie sich das so richtig schön an meine Oberschenkel legt. Voll gut! Also, schreibt mir unbedingt, ob es dir gefallen hat oder nicht. Und vielleicht sehen wir uns ja nächsten Dienstag wieder bei Kone Trial Tuesday. Ich halt dann so. Bis dann. Tschüss. Klick am besten da, damit du uns abonnierst und kein weiteres Video verpasst. Und hier kommst du einfach zu einem nächsten Kone Trial Tuesday Video. Bis bald. Tschüss.